Dreier feiern beim 4:2 gegen Dresden. Die Entscheidung fiel aber erst in der Nachspielzeit. Patrick Schmid. Sunny Kittel war der Man of the Match. Der Mittelfeldspieler der Ingolstädter war an allen 4 Toren beteiligt. Zuerst an den beiden Treffern von Pledel und Schröck in der ersten Hälfte. Da hat er dann auch den Querpass auf Pledel gespielt, der kurz vor der Pause allein vor dem leeren Tor das Spiel hätte entscheiden müssen. Hatte aber nichts und so kam Dresden in der zweiten Hälfte zurück. Per zweifelhaftem Elfmeter durch Kone und per Eckstoßkopfball von Ballas. Die letzten 10 Minuten hat dann aber nur noch der FCI gespielt und verdient erst das 3:2 durch Kittel und das 4:2 durch Cohen erzielt. Beide Treffer fielen in der Nachspielzeit. Durch den Sieg hat der FCI 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz und ist die Sorgenfalten fast komplett los. Außerdem gewann Eintracht Braunschweig heute Nachmittag mit 3:2 gegen den MSV Duisburg. Zum Wintersport und den Paralympics von Pyeongchang. Sie endeten heute mit einer stimmungsvollen Schlussfeier und einem zufriedenen deutschen Team. Michaela Sachenbacher. Die deutschen Frauen waren top. Gleich 3 Ladies fahren mit 2 Goldmedaillen im Gepäck nach Hause. Gold Medalist and Paralympic Champion. Anna Sophia Huber. Andrea Eskau. Anna Lena Fuscher. Der Medaillenhamster und damit die erfolgreichste Andrea Eskau. In 3 Tagen feiert sie ihren 47. Geburtstag. Geschenkt hat sie sich mit insgesamt 6 Medaillen im Biathlon und Langlauf. Wunderbar, Andrea, wunderbar! Aber auch Anna Schaffelhuber und Annalena Forster durften mehrmals zur Siegerehrung. Annalena Forster holte 2-mal Gold. Unvorstellbar, also wie im Traum. Anna Schaffelhuber 2-mal Gold und 1-mal Silber. Nicht zu vergessen Andrea Silberfuß, pardon, Rotfuß. 5 Starts, 4 Silber und 1 Bronzemedaille. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Die deutschen Medaillen wurden also wie schon in Sotschi fast ausschließlich von Frauen gewonnen. Da hießen die alle Anna, Andrea, Annalena. Aber wie gesagt, diesmal nur fast, denn die deutsche Männerehre hat Martin Fleick gerettet. Sein Biathlon-Gold war die erste deutsche Paralympics-Männermedaille seit Vancouver 2010. Und die unermüdliche Andrea Eskau sorgte dann am letzten Tag noch dafür, dass auch Alexander Ehler und Steffen Lehmker mit Edelmetall nach Hause fahren durften. Sie hat es heute Morgen schon gesagt. Wir schaffen das, wir schaffen das. Gewann mit den beiden Bronze in der Staffel. Und eine ganz besondere Geschichte gab es auch noch im deutschen Team, nämlich die der blinden Clara Klug und ihres Begleitläufers Martin Hertel. Erster paralympischer Start, gleich 2-mal Bronze im Biathlon und Fahnenträgerin bei der Schlussfeier. Das sind unglaubliche 10 Tage und an die wird man sich ewig erinnern. Jubeln konnte heute auch Deutschlands beste Skirennläuferin Viktoria Rebensburg aus Kreut am Tegernsee. Im schwedischen Åre nahm sie zum dritten Mal nach 2011 und 12 die kleine Kristallkugel im Riesenslalom entgegen. Bernd Schmelzer. 6 Jahre hat sie auf diesen Moment warten müssen. Viktoria Rebensburg gewinnt die kleine Kristallkugel. Sie ist damit die beste Riesenslalomfahrerin der Saison. Es ist halt wirklich, dass man über die ganze Saison sehr konstant war, mit vielen Hängen oder unterschiedlichen Hängen und unterschiedlichen Schneearten gut zurechtkommt. Und das war wirklich, aber natürlich auch Teamwork. Viktoria Rebensburg muss am Ende gar nicht mehr antreten. Der letzte Riesenslalom des Winters wird abgesagt, genau wie der Männerslalom. Zu starker Wind heute in Åre. Leer gingen dagegen heute die deutschen Biathleten in Oslo aus, am vorletzten Weltcup-Wochenende des Winters. Die Einzelheiten von Lars Becker. Enttäuschender Abschluss für die deutschen Männer in Oslo. Im letzten Wettbewerb am Holmenkollen kam die Staffel beim souveränen Sieg von Norwegen nur auf Platz 5. Nach starken Leistungen von Erik Lesser und Simon Schemp in der Loipe und am Schießstand lag das Quartett bei Halbzeit noch in der Spitzengruppe. Aber Roman Rees und Schlussläufer Arndt Peiffer an seinem 31. Geburtstag leisteten sich beim Liegenschießen zu viele Nachlader. Der Podest Platz war weg. Zuvor war Laura Dahlmeier in der Verfolgung von Platz 28 nach dem Sprint zwischenzeitlich auf Rang 2 nach vorne gestürmt. Franziska Hildebrand lag sogar in Führung. Nach jeweils 2 Fehlern beim letzten Schießen kam Dahlmeier am Ende als beste Deutsche auf Rang 7. Den Sieg sicherte sich die Weißrussin Daria Domracheva. Der Pole Kamil Stoch hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup der Skispringer gewonnen. Dem 30 Jahre alten Olympiasieger genügte heute in Vikersund in Norwegen ein 6. Platz zu diesem Triumph. Den Tagessieg sicherte sich der Norweger Robert Johansson. Markus Eisenbichler flog 2-mal auf 232 und 226,5 Meter und war damit und Rang 7 der beste Deutsche bei diesem Wettbewerb.
Einer der ganz Großen im deutschen Wintersport hört auf. Björn Kircheisen, 2017 Teamweltmeister in der nordischen Kombination, wird am nächsten Wochenende beim Weltcupfinale in Schonach seine letzten Rennen bestreiten. Ja, ich glaube, es ist jetzt irgendwann die Zeit gekommen und es fällt mir nicht ganz einfach, muss ich auch sagen, weil die Kombination ist so ein bisschen auch mein Leben und es hat mich auch ein bisschen geprägt. Und aber jetzt muss ich sagen, die Jungen, die stoßen einfach nach und es ist nicht mehr mein Anspruch, einfach immer bei Platz 20 oder 25 da zu sein. Und wenn man viel gewonnen hat, dann will man einfach erfolgreich sein. Aber es ist halt nur mal so, es beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt, wo ich mich auch drauf freue. Den Heimweltcup in Klingenthal gewann heute Olympiasieger Fabian Riesle vor Johannes Witzek und Akito Watabe. Der Japaner sicherte sich damit auch den Gesamtweltcup. Auf einen erfolgreichen Winter können auch die deutschen Snowboarder zurückblicken. Heute beim Weltcup-Finale waren die Crosser erneut erfolgreich. Hans-Peter Pohl. Der zweifache Medaillenerfolg bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat den deutschen Snowboardcrossern noch einmal einen richtigen Push gegeben. Beim Saisonabschluss im Weltcup der Snowboardcrosser im Winterberg hatte schon gestern Selina Jörg 11 Jahre nach ihrem Premierensieg den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere feiern können. Die 30 Jahre alte Olympia-Zweite setzte sich im Parallelslalom gegen die Russin Alena Savasina durch. Und heute sorgten Paul Berg und Konstantin Schad im schweizerischen Vaisonnat für den nächsten Überraschungserfolg. Die beiden setzten sich im Teamevent gegen das spanische Duo Hernandez-Equibar durch. Es war der erste deutsche Sieg in einem Teamevent überhaupt. Also eine erfolgreiche Saison auch für die deutschen Snowboarder. Und damit zurück in die Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München kann heute nicht vorzeitig deutscher Meister werden, rechnerisch, denn die Verfolger, falls man von Verfolgern reden kann, bei diesem Abstand Schalke 04 und Borussia Dortmund haben beide ihre Bundesligaspieler jeweils mit 1:0 gewonnen. Die Bayern sind heute in Leipzig zu Gast. Wie es dort steht, weiß Philipp Weißkirch. Seit 4 Spielen ist RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg. Gibt's heute endlich nochmal einen Dreier. Das gegen die Bayern. Aktuell sieht es nicht danach aus, denn Leipzig liegt hinten 0:1, 12. Minute. Das Tor von Sandro Wagner, aber aktuell jetzt mehr Ballbesitz für die Roten Bullen, die auch eine Chance zum Ausgleich hatten durch Josef Paulsen. Aber Ulreich hat sensationell pariert. Und jetzt kombinieren sie sich durchs Mittelfeld. Die Leipziger, die auch schon mal wechseln mussten, Marcel Sabitzer offenbar mit Rückenbeschwerden vom Platz in der 7. Minute. Keine Fremdeinwirkung, zumindest war das nicht zu sehen. Hatte ja schon unter der Woche Rückenprobleme der Österreicher. Heute spielte er von Anfang an, aber dann ging es einfach nicht weiter. Verschwand direkt im Bauch des Leipziger Stadions, das übrigens ausverkauft ist. Ist ja völlig klar, wenn der deutsche Meister hier zu Gast ist. Und Timo Werner spielt jetzt inzwischen für ihn. Der hatte auch schon eine Schussmöglichkeit, aber der Ball konnte ebenfalls entschärft werden von den Bayern. Also leichtes Chancenplus für die Gastgeber, aber das Tor haben eben die Bayern gemacht. Da hatten sie einfach viel zu viel Platz. Rames hat den Angriff initiiert und so viel Platz darfst du den Bayern eben nicht geben. Jetzt ruht das Spiel aktuell, weil es ein Foul gab. Freistoß für die Bayern. Hummels bringt das Ding aus der eigenen Hälfte in die gegnerische Hälfte. Da verliert Wagner, der Torschütze, das Kopfballduell gegen Ilsanker. Bleibt kurz liegen, weil er wohl ein bisschen den Arm in den Nacken bekommen hat. Spiel läuft aber weiter und dann geht es über die linke Seite wieder für die Bayern mit Alaba. Aber nachdem er zunächst nicht hat durchdecken können, gibt es den Einwurf für die Gastgeber, die das Spielfeld jetzt erobern wollen über die linke Seite. Dann sind die Leipziger aber dazwischen mit Kampel. Dann soll es schnell gehen über die rechte Seite, aber die Leipziger bleiben hängen. Und deswegen bleibt es erstmal hier bei der 1:0-Führung für die Bayern. Noch der Blick in die deutsche Eishockey-Liga. Playoff-Viertelfinale, heute der dritte Spieltag. Und dabei gewann Meister IHC Red Bull München gegen Bremerhaven. Nach 0:2 Rückstand noch mit 5:2. Die Münchner führen jetzt in der Serie mit 2:1. Genauso wie die Eisbären Berlin gegen die Wolfsburg Grizzlies. Den Eisbären gelang heute ein souveränes 8:1. Zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Kölner Haien läuft das Schlussdrittelspiel statt. Aktuell 3:2 für die Kölner. Damit würden sie 2:1 in Führung gehen. Und ab 18:30 Uhr ist der ERC Ingolstadt mächtig unter Druck. Denn beide bisherigen Viertelfinals gewannen die Adler aus Mannheim. Mehr vom Sport bei uns wieder ab 19.30 Uhr, dann mit meinem Kollegen Hans-Peter Pull und auch mit der Schlussphase in der Fußball-Bundesliga zwischen Leipzig und den Bayern. B5 aktuell. Verkehrsservice. Soweit mein ehemaliger Kollege Frank Hollmann. Einer seiner Höhepunkte in seiner Laufbahn war ja kürzlich die Berichterstattung aus Korea bei den Olympischen Winterspielen. Kollege, warum? Ja, weil Frank Hollmann, glaube ich, aus
Würzburg kommt, jedenfalls aus der Ecke, 1987 wohl Student war in Bamberg und nebenbei gearbeitet hat beim Aufbau des lokalen Radiosenders Radio Regnitzwelle Bamberg in der Musikredaktion. Und da war ja ein gewisser Reinhard Steinlöcher der Chef, der Music Director, wie man das am Sender nannte. Der Boss in der Musikredaktion. Und ich erinnere mich, dass wir zum Beispiel, der Frank Holmann und ich, einmal gemeinsam mit meinem Privatwagen nach München gefahren sind, zur Ariola, das war damals eine der führenden Plattenfirmen in Deutschland, um dort die Lagerbestände leer zu räumen, sprich Musterplatten, Promotionplatten. Ich kannte ja schon aus meiner DJ-Zeit als Diskotheken-Disc-Jockey, als DDO, Deutsche Disc-Jockey-Organisation, Disc-Jockey, die Promoterin, die für die Disco-Promotion zuständig war, recht gut, Edith Farkas. Und die haben wir dann besucht und die wusste ja, wenn ich kam, dann wollte ich nur eins, Musterplatten, Musterplatten, Musterplatten. Und so haben wir gemeinsam das Lager durchforstet, nach allem, was nicht lieb und adelfest war. Frank Hollmann damals ausgestattet mit einem sehr, sehr guten Riecher für kommende Hits. 1987 war ich ja da schon der Oldie-Freak. Die aktuelle Musik sagte mir nicht mehr viel, da hatte ich auch kein ganz großes Interesse, außer wenn es darum ging, aktuelle Trends, aktuelle Hits herauszufinden fürs Radio. Aber, wie gesagt, das übernahm er zum größten Teil sehr zuverlässig für mich. Ich kümmerte mich dann um den Aufbau des Oldie-Archivs und er kam mit den neuen Scheiben. Ich weiß, dass wir damals zum Beispiel die neue LP von YouTube mitnahmen und er da mit sehr viel Gespür sofort herausbekam, was denn da eventuell aus dieser LP als Single ausgekoppelt werden könnte. Wir haben das dann natürlich schon gespielt, bevor es das als Single gab aus der LP mit dem Tipp kommender Hit. Da hat es sich so gut wie nie gehört. I still haven't found what I'm looking for oder wie immer die Dinger hießen. Heute weiß ich das noch weniger als damals. Dass jetzt diese LP waren. Jedenfalls kamen wir den Wagen vollgeladen mit Promotion-Hits von der Ariola wieder in Bamberg an, wo er hauptsächlich sich um die Neuerscheinungen auf Radio Regnitzwelle kümmerte. Und eine Platte ist mir da ganz besonders in Erinnerung. Das war unten am Hafen, wo die kleinen Schiffe schlafen oder die großen, wie auch immer. Die Gruppe hieß Die Antwort und dahinter steckte die Kultfigur Bernd Wegemann, Hamburger aus der Hamburger Szene. Ein sehr schräger Typ, der leider nie so richtig groß rauskam, weil er irgendwo zwischen den Stühlen saß. Also für Schlager war es zu poppig und zu
schräg. Für Pop war es vielleicht nicht hart genug und zum Teil ein bisschen, naja, schon schlagemäßig, chansonmäßig. Man kriegte ihn in keine Schublade und dementsprechend fehlen ihm auch die ganz großen Hits. Aber mit einem unglaublich guten Näschen hat da der Frank Hollmann aus der EP von damals das Unten am Hafen herausgesucht, das dann auch tatsächlich als Single erschien. Und hatte den Mut, das bei uns zu spielen. Wir waren ja Formatsender, AC, Adult Contemporary, angeblich zeitgemäß Musik für angeblich Erwachsene, wie auch immer, amerikanisches Format. Und da war diese Gruppe die Antwort und der Bernd Begemann nicht unbedingt zwingend. Auch da waren die so zwischen, naja, das eine ja, das andere eher nicht. Und dann unterm Strich doch wieder nicht. Er hat es gemacht und dadurch bin ich auf Begemann gestoßen und habe mich ja regelrecht in ihn und seine Musik verknallt. War dann auch beim Baden-Treffen, als er da in Nürnberg aufgetreten ist, habe da sein Konzert gefilmt. Das gibt es so ganz nebenbei auch auf YouTube zu sehen. Bernd Begemann, Baden-Treffen. Er hat sogar ein Lied ganz speziell für mich gespielt, der hat er ja blutmensch angenommen. Ich kann dich nicht kriegen, Katrin. Er hatte noch so ein fast lustigeres Lied zum Thema Katrin, nämlich Katrins Gesicht. Mit einem wunderbaren Text. Muss ich jetzt wirklich gehen? Ja, du musst wirklich gehen. Der Begemann halt. Und da muss ich ein großes Dankeschön sagen. Ich nehme an, ich wäre auch so irgendwann auf den Begemann gestoßen, früher oder später, aber so war das eben schon ab 1987 mit Unten am Hafen. Frank Hollmann, mittlerweile also Topmann in Sachen Sport beim Bayerischen Rundfunk. Eine Musiksendung habe ich nie machen hören. Ich weiß auch nicht, ob er das so hinbekommen hätte. Er ist irgendwo immer mehr so der saubere, der beamtenmäßig korrekte, unglaubliche Sprachkultur natürlich, hohes Fachwissen, Allgemeinbildung, aber auch immer so ein bisschen natürlich, ja, schon der Oberlehrer auch. Und sagt man mir ja auch nach, ist auch alles keine Tragik. Leute, die prinzipiell damit ein Problem haben, dass jemand wie Frank Hollmann etwas weiß und vor allen Dingen ähnlich wie ich auch nur dann was sagt, wenn er was weiß, sich ansonsten aushält, ist in seiner Schuld. Frank Hollmann also wurde kein Musikmoderator, es sei denn, ich habe da irgendwelche Sendungen von ihm verpasst. Wenn ja, finde ich das schade, weil wie gesagt, hätte mich schon interessiert, wie er es macht, so mit seiner cleanen Art. Umso besser im Sport, wie gesagt, ist er da, ja, neben vielen Moderationsgrößen jetzt in Korea gewesen bei der Olympiade und sehr oft am Wochenende, Samstag, Sonntag, beim Bayerischen Rundfunk. Wollen wir mal hören, ob er vielleicht da noch weitermacht
einmal von ihm. Ohne Reaktion. Falls YouTube auf die Forderung nicht eingeht, hat Sprache Ideen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt... Also, mittlerweile auf dem Bayerischen Rundfunk kein Sport mehr, sondern eher was für Computerspezialisten, auch immer sehr interessant, das ist am Sonntag, im späten Nachmittag. Verabschieden wir uns daher vom Ex-Kollegen von Radio Frank Ullmann aus der Sportredaktion des BR. Vielen Dank für deine tollen Sendungen. Mach weiter so. Bleib im wahrsten Sinne des Wortes am Ball. Hanging on, I can't imagine. Der alte DJ Huber sagt und tschüss, und tschüss, und tschüss. Und ein bisschen Musik. Keeps on low. Keeps my mind on running, even if I know there's no answer. You wonder where I find it. The answer is in it. Don't confuse it.